Das letzte Mal haben wir Mobilisation der Leber gemacht als Referenzpunkt, um überhaupt im Bereich der Niere zu kommen, haben wir gesagt, okay, mit Klavikulär, mit der Klavikula Richtung Nabel, die Kreuzung zur 10. Rippe, das ist die Zone, wo wir die Gallenblase finden können. Und dann haben wir gesagt, lateral der Gallenblase können wir dann unterhalb der 10. Rippe kommen und von dort aus sehr schön über die Unterfläche der Leber nach posterior gleiten. Und dort haben wir dann festgestellt, sobald die Niere im Weg ist, dass wir dort einen Widerstand begegnet haben. Medial geht es ein bisschen tiefer und lateral geht es ein bisschen tiefer. Und das ist für uns ein bisschen ein Hinweis, dass wir im richtigen Bereich sind, wo wir jetzt den Oberpol der Niere mobilisieren möchten. Wir hatten hier das Omentum Minus. Wir hatten hier die Gallenblase. Wenn ich lateral die Gallenblase gehe, und man kann am besten ein bisschen tiefer anfangen, tiefer als die 10. Rippe, weil wenn ich direkt unterhalb der 10. Rippe in die Tiefe gehen möchte, dann habe ich sofort eine Spannung auf die Haut und komme ich gar nicht tief genug. Das heißt, du kannst mal kurz strecken und ungefähr im Nabelbereich, so tief kann ich den Kontakt nehmen. Ich lasse ihn ein bisschen zu mir kommen und Flexion machen. Jetzt kann ich natürlich von hier aus sehr schön die ganze subdiaphragmale Gegend abtasten. Das heißt, du nimmst mit deiner linken Hand Kontakt im medialen Bereich, linke Hand Kontakt im lateralen Bereich. Du versuchst eine schöne Flexion zu machen, damit du schön retroperitoneal kommst. Und was du dann machst, ist eine Mobilisation. Erstmal Test nach lateral, nach medial. Und du schaust, ob da Einschränkungen vorhanden sind. Wenn du merkst, dass da ein Widerstand vorhanden ist, kannst du unmittelbar das auch als Mobilisationstechnik verwenden. Wenn ich im Bereich der rechten Brustwarze bin, und nach posterior gehe, dann spüre ich hier diesen Widerstand. Das ist der Widerstand der Niere. Und ich kann jetzt ein bisschen nach medial gehen mit meiner linken Hand. Jetzt bin ich oberhalb der Hilus. Und mit meiner rechten Hand mache ich genau das Gleiche. Versuche so tief als möglich zu kommen. Unterhalb der Leber. Und dann kann ich hier dementsprechend schön links und rechts der Oberpol Kontakt nehmen. Was mache ich jetzt? Ich schiebe jetzt die Niere nach lateral und nach medial. Auf diese Art und Weise. Wenn ich merke, dass da ein Widerstand vorhanden ist, dann gehe ich schön hinein und dann kann ich beispielsweise hier die Mobilität nach lateral im Oberpolbereich stimuliere. Oder umgekehrt. Ich habe gespürt, beispielsweise, dass die Niere nach medial etwas eingeschränkt ist. Dann kann ich auf diese Art und Weise die Niere schön mitnehmen nach medial und da mobilisieren. Das ist Leber, Niere, links, rechts der Niere, Mobilisation Oberpol. Ich würde das erstmal auf die rechte Seite machen. Das ist noch ein bisschen einfacher. Links liegt die Niere noch ein bisschen höher. Von daher auch ein bisschen schwieriger. Das heißt, probiert zuerst mal das rechts zu machen, dann machen wir es anschließend links.